gentlemen, welcome in the house. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Oh. Das wirkt überhaupt nicht anstrengend. Gar nicht. Nur für ein bisschen Schwung. Das ist nur für ein Boom. Alter. My excuse. Kaputt. Wie geht's dir? Matthias, was sagst du unserem Fox-Gym-Klassentreffen hier? Total lauernd. Nein, Markus. Nein. Hunde sind oft sauberer, wie die Menschen, die da sind. Nicht so horny, nicht so viel Longtime. I want boom boom you. Hast du mit Philipp ausgemacht, die trefft sich heute und trinkt Kaffee hier? Erst bevor man gescheit trainiert, dann muss man frühstücken. Das ist mein Frühstück. Wo sind Zigaretten, Kaffee und Cheek? Da ist die Zigarette. Was? Leo. Der heißt Leo? Ja. Das ist nicht der Leo. Aber er heißt auch Leo. Nein, oder? Also ich nenne ihn aber so. Ja. Leo. Leo. Ja, Leo. Leo. Wir stehen eine Woche vor dem Camp, das heißt, heute ist das vorletzte Training, bevor Alex nach Amerika zur ATT fliegt. Der Hauptfokus ist auf schnellkräftige Bewegungen, Plyometrie und olympisches Gewichtheben. Und da lege ich halt extrem viel Wert darauf. Olympisches Gewichtheben ist aus meiner Sicht, was Athletiktraining betrifft, eine der wichtigsten Sachen. Schwierig zum Umsetzen, man kann viel falsch machen, wenn man da nicht wirklich versiert ist, aber ich kann es nur empfehlen, es in jedes Trainingsprogramm für Kampfsport einzusetzen. Das ist so wie zum Beispiel, du machst einen Double Leg an einen 150 Kilo Ringer. Das fühlt sich dann so an, ungefähr. Aber beste Übung für Ringen, MMA generell, ist das Beste. Kraft, Schnelligkeit, Explosivität. Okay, which is the hand? This is the hand? Okay, okay! Hilfe! Wait. Bitte! I have my feet that I come in the mouth and I just do like this. In Austria it's dangerous to tickle the kids. Yeah. Oh shit. Wie viele Runden? 10 Minuten noch. Das ist on the minute. 60 Sekunden Runden und jeder Beginn einer Runde ist ein Satz zu machen und das Ganze dauert 10 Minuten. Immer bei dem Beginn der Minute ein neuer Satz. Das heißt, Alex muss jetzt 10 Minuten das machen? 10 Minuten ohne Pause, aber er hat ja in jeder Runde, wenn er die Wiederholungen erledigt hat, hat er ja Pause bis zur nächsten vollen Minute. On the minute, also am Beginn der Minute einen Satz zu machen. Sehr schön. Lass das Gewicht oben für die nächsten zwei. Wie man sieht, also dieses Splitten, was er macht, dass die Füße immer versetzt aufsetzen. Das ist eine ganz alte Technik, was den Clean betrifft. Im Clean macht das kein Mensch mehr. Wenn du Olympia schaust, kein Mensch macht das in den Split, weil das ineffizient ist. Aber der große Unterschied ist, wir machen Kampfsport. Das ist ein Sport, wo wir einbeinig vermehrt arbeiten, unilateral. Das heißt, die Füße sind immer versetzt zueinander. Beim Boxen, beim Ringen, bei all diesen Sportarten. Es gibt kaum etwas, was gleichermaßen beidbeinig passiert, außer die Kniebeuge selber. Wir machen Reißen und Umsetzen alles in den Ausfallschritt. Viel besser für fürs MMA-Training. Hey,
Erfahrung mit dem Tod des Männchens. Das Weibchen reißt das Männchen zu Boden. Er wirkt mich mit meiner eigenen Hand. Okay, okay. Auf der Straße gibt's kein Tab. Aber mein Finger. Ein bisschen Gewicht drauf und die Sache schaut dann gleich ganz anders aus. Alex Klint 130 Kilo. 130 Kilo Klint ist für einen MMA-Sportler mit der Größe echt geil. Mehr braucht man nicht, wir trainieren das auch gar nicht mehr. Deswegen hat er mittlerweile die 11. Dopingkontrolle hinter sich. Das glaubt keiner. Manche deadliften das, manche UFC-Kämpfer. UFC-Kämpfer und MMA-Kämpfer. Ich stoße das. And now you burn. And when you come up, you have no hands anymore. Okay, so I want you to get used to that. That's gonna be the first round. 2 minutes, one guy on top. Second 2 minutes, I go on the bottom. There's no rest on the middle. Only the warm-up, look, it's 2 minutes. And they're like super fucking tired, no? Okay, it's 2 minutes, but it's 6 rounds. 2 minutes. It's the same, it's still 2 minutes. Yeah. I don't care. 6 rounds, 8 rounds, 10 rounds. Yeah, man, like in wrestling you have 3 minutes, right? Yeah. So 2 minutes is like maybe for kids in wrestling. For sure, man. Jetzt kommt der beste Teil des Trainings, weil ich darf mich hinsetzen und die Schuhe. Und die Schuhe umziehen, weil normalerweise darf ich mich nicht hinsetzen, wenn ich trainiere. Aber in einem Training kommen wir mit dem Warm-up sicherlich auf über 100 einzelne Sprünge, von ganz klein bis ganz groß. Ein kleiner Sprung ist das hier und ein großer Sprung ist das hier. Und Plyometrie ist neben dem Gewichtheben für Schnellkraftentwicklung super, super, mega wichtig. Was ist das? Bist du hier, wenn du nicht trainierst, ja? Ich studiere die Leute hier an. Und was fällt dir auf? Ja, alles. Erst ich will mitmachen, oder ich weiß nicht. Ich bin so genervt, Mann. Was soll das Scheiß hier? Warum guckt man sich sowas an? Das ist das Schlimmste, was man jemandem antun kann. Dieser scheiß Airbag. Echt. Das ist das Schlimmste. Ich finde schon sehr schlimm, dass ich heute um 6 Uhr aufstehen habe müssen, okay? Oi. Und ich bin schon fertig. Fast fertig. Eigentlich würde ich das jetzt gar nicht machen wollen, nur duschen und... Schau, ja, dein Pips da auch schon, der will auch nicht mehr. It is time. Ab und zu habe ich schon noch mal so ein Wochenende, wo ich an einem Tag so ca. 4-5 Kilo aufgefriss, aber selten, wirklich selten. Ja, am Abend. Und wenn es läuft, dann fällt dir das alles leichter. Und die beste Diät ist Disziplin. Mit wem rede ich da?
weiß nicht, was schlimmer ist. Die Kondi oder das Beine in den Beinen. Ich denke mir dann sicher in so einem Moment. Warum mache ich das überhaupt? Warum mache ich den Sport überhaupt? Ich möchte jetzt mal kurz ein Statement abgeben zu der Bounce Fight Night am Samstag. Also allergrößten Respekt, perfekt für den Boxsport, super Veranstaltung gewesen. Richtig cool, dass der ORF Sport Plus sowas übertragt. Aber Leute, horcht mal zu, die wahre Königsklasse, MMA, gehört ins Fernsehen in Österreich. Also macht einen gescheiten Wirbel, kommentiert den Scheiß, liked den Scheiß und gibt's Gas. Train hard and you have fun. This is not normal in any gym, I promise you. Go to all the gyms. I traveled around the world, I went to all the gyms, this never happened. You never have fun, you never have friends like this, you know? It's different. Arbeiterkammer, was ist schon wieder? Zwei. Danke für gar nichts, Markus. Danke. Bitte, das kann ich am besten. Aber wenigstens schaust du gut aus. Taco, ich geh nach Hause. Gehst nach Hause? Tschüss, Taco. Tschüss. Hab ihn lieb.